Moin, moin Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Brauerfishing. Ich habe mal wieder Zeit zu fischen. Wir haben jetzt Freitag, ich bleibe wieder bis Sonntag. Diesmal aber ein anderer See. Ja, das ist so ein kleiner, so ein kleiner Waldsee in der Mitte mit so einer Insel. Und erlaubt sind zwei Routen. Ich habe jetzt schon alles aufgebaut, Zelt und so weiter, wie ihr schon gesehen habt. Ja, die Rigs sind auch schon fertig, die werde ich euch gleich noch komplett erklären. Dann werde ich die auf jeden Fall noch in PVA-Säckchen packen, genauso wie beim letzten Mal, mit kleinen Pellets drin. Werde diese Routen dann auch auswerfen oder mit dem Futterboot ausfahren, das schaue ich noch. Zum Futterboot werde ich sowieso noch was einzeln drehen, weil ich habe mir da was gegönnt. Und Routen gehen ins Wasser, wenn was passiert, wir haben jetzt schon 19 Uhr, wenn was passiert, dann werde ich mich auf jeden Fall nachts melden. Ne? Hoffen wir mal, dass ich nicht ruhig schlafen kann. So, dann zeige ich jetzt mal die zwei Montagen, die ich die erste Nacht fischen werde. Und zwar habe ich hier ein Multirig mit so einem 15 mm Bärenmix Poppy. Das werde ich auf einer Route fischen und auf der zweiten Route mein Erfolgsköder vom letzten Mal, einfach 20 mm GLM, ganz normaler Sinker, selbe Montage wie beim letzten Mal auf dem Heli, auf der Helikoptermontage. Leute, ich wollte mich noch mal kurz melden, auch das letzte Mal jetzt diesen Abend. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass ich jetzt, wo ich die Routen abgelegt hatte, und zwar habe ich da hinten an der Insel ziemlich dicht eine abgelegt. Die habe ich mit dem Futterboot rausgefahren. Und die zweite Route, da will ich mal was ganz Special-mäßiges machen. Das ist hier komplett am Ufer. Die habe ich mit dem Futterboot halt hier rumgefahren um die Ecke und habe die quasi hier komplett schön unter den Bäumen
vielleicht 2 Meter, 2 Meter von der Uferkante hier, habe ich die zweite Route abgelegt mit dem Poppy. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachts, hoffentlich nachts. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall morgen früh. Moin, moin Leute, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, wurde ich gerade bitterbös geweckt. Ja, wir haben den Fisch, der hang erstmal fest, dann haben wir den Fisch erstmal irgendwie freigekriegt. Dann habe ich die ganz normal gekechert und leider ist die Aufnahme nichts geworden, wo ich den Fisch hochhalte. Aber ihr habt ihn ja im Kescher gesehen und nochmal ein Video so. Wir haben den auch gewogen, 13 Kilo. Aber ich sag euch, was ein schöner Fisch, ey.
brutal. Das war einfach brutal. Naja, so kann es weitergehen. Den ersten haben wir. Mal gucken, ob vielleicht noch was geht. Servus Leute, ich melde mich nochmal. Wie ihr bereits schon gesehen habt wahrscheinlich, haben wir gerade eben einen Fisch verloren. Wir haben ihn gesehen, ich schätze mal 5-6 Kilo hat er gehabt. Der hat gebissen bei meinem Kollegen. Aber ich bin guter Dinge, dass noch was geht. Ich hoffe, dass noch was geht. Wir haben jetzt die Routen nochmal rausgefahren und ich würde dann auch schon mal Ciao Kakao sagen für die Nacht, weil abends fahren wir die Routen dann nochmal kurz vor der Dämmerung oder während der Dämmerung nochmal mit dem Futterboot raus. Tja, shit happens. Er hätte sich bestimmt gefreut, wenn er ihn gefangen hätte, aber leider nicht. Naja, schauen wir mal, ob der Abend und die Nacht noch was bringt. Bis dahin sage ich Ciao Kakao und hoffentlich bis später vor der Abpackmatte.
Leute, es hat wieder geklappt. Ich werde verrückt, ey. Zwar nicht ganz der Zielfisch, aber halb doch. Ich hoffe, der macht mit. Schaut euch den Fisch an. Geiler Fisch, ich freue mich. Zweiter Fisch, geile Session. Jawohl, Mann. So. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. So Leute, wie ihr gesehen habt, nochmal ein kleiner Karpfen, kleiner Spiegler, aber der Kollege hat den gefangen, nicht ich. Der wird den jetzt nochmal hochhalten und dann könnt ihr euch den kleinen mal angucken. So, da ist er, der Kleine. Ich schätze mal 3 bis 4 Kilo. Schöner Fisch. So Leute, wir haben noch einen Fisch gefangen, 5 Kilo hat der Spiegler. Wenn das die Nacht so weitergeht, dann Halleluja. Wir haben jetzt erst 10 Uhr und ja, es läuft, würde ich sagen. Ne? Hoffentlich sehen wir uns nochmal vor der Abpackmatte. So Leute, 3 Minuten nach dem anderen Karpfen steigt jetzt hier diese Brase bei mir ein. Nicht schön, aber egal. Fisch ist Fisch, wir nehmen alles. Routen fahren jetzt wieder raus mit dem Futterboot und dann schauen wir mal. Leute, was soll ich sagen? Hier geht Schlag auf Schlag. 10 Minuten später wieder ein kleiner. Das ist Wahnsinn. So, Route wieder rein und das ganze Spiel nochmal von vorne. Moin, moin, Männers. Was eine Nacht.
Wir haben gestern noch einen Fisch verloren. Der hat sich komplett festgeschwommen. Dann ja, haben wir die Montage aber rausgekriegt und den Haken auch. Ist nur das Blei abgerissen. Und dann war die Nacht Ruhe. Nee, Quatsch. Ich hatte noch eine Brasse gefangen. Dann war die Nacht Ruhe. Und dann haben wir 6 Uhr morgens, beißt auf einmal, das werdet ihr gar nicht glauben, ich habe es auch nicht geglaubt, weil das ist einfach nur total crazy. Ich zeige euch mal den Fisch schnell. Guckt euch das an. Das ist einfach mal ein Zander, der sich irgendwie gehakt hat. Wie auch immer. Von außen, der hat sich auf den Köder draufgelegt. Aber naja, so ist das. Irgendwie total crazy. Diese ganze Session war total crazy. Ich werde jetzt auch zusammenpacken. Damit war es das für dieses Mal. Ja, dann sage ich mal Ciao Kakao und bis zum nächsten Mal.